Willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Roomtour, weil früher war, also ich bin hier erst seit neuestem Mal reingezogen, weil das war hier so ein hässliches Gästezimmer und jetzt habe ich habe ein Jahr lang, habe ich meine Eltern gefragt, ob ich hier reinziehen kann und das dann mein altes Zimmer, das Gästezimmer wird und jetzt bin ich endlich hierher gezogen. Das ist zwar im Keller, aber ich finde, das merkt man eigentlich gar nicht und ich würde jetzt halt mal sagen, wir fangen an. Okay, da wo ihr gerade steht, ist die Tür und das Erste, was man sieht, ist hier meine Wohnecke. Und jetzt fange ich erstmal an mit dem Regal. So, das Regal ist von Ikea und da haben wir einfach hier die zwei obersten Fächer haben wir rausgenommen, damit mein Fernseher hier Platz hat. Und dann haben wir hier unten haben wir so Schubladen reingemacht, damit das etwas ordentlicher aussieht, weil ich hasse es, wenn hier so Sachen rumstehen und da kann ich auch schnell Sachen reintun, wenn ich schnell aufgeräumt haben will. Und dann, obwohl ich gerade die ordentlichste Person bin, muss ich sagen. Und dann haben wir hier einfach nur noch die Knöpfe hier Kupfer angesprayt. Ja, das war's eigentlich mit meinem Regal. Dann machen wir hier mal weiter mit meiner Tür. Also die Tür für zum Schuppen, die ist eigentlich voll unspannend. Nur hier unten haben wir so einen Kälteschutz hingemacht, weil hier ist, unten ist so ein Schlitz und da zieht es richtig drin. Und deshalb habe ich hier so einen Kälteschutz drin. Dann machen wir mal weiter mit meinem Tisch. Da haben wir die Sachen auch Kupfer angesprayt, weil ich finde Kupfer passt perfekt zum Thema Herbst. Und deshalb haben wir die jetzt zu Kupfer angesprayt. Und dann habe ich auf meinem Tisch habe ich so eine Schale mit so Zapfen drin. Die habe ich mal im Urlaub gesammelt. Keine Ahnung, in welchem. Auf jeden Fall habe ich hier dann noch so eine Lichterkette von Aldi. Die gab es eigentlich in der Weihnachtsedition. Aber ich fand die so schön und die passt perfekt zu dem Herbstthema. Ich finde, die passt gar nicht zu Weihnachten. Auf jeden Fall ist die auch Kupfer. Ich kann die ja mal anmachen, wenn ich den Anknopf finde. An. Das sieht man eigentlich gar nicht. Obwohl in der Nacht sieht das richtig schön aus oder am Abend, wenn man hier noch so, wenn ich hier so Netflix-Serien schaue. Dann ist hier mein Sofa, das ist uralt und das ist hier auch schon ein bisschen abgeranzt. Und dann sind hier so herbstliche Kissen drauf. Keine Ahnung, woher die drei hier sind, aber das weiß ich, das ist von Ikea. Und ja, das war es eigentlich zu meiner Wohnecke und jetzt machen wir mal weiter mit meinem Bett. Also das ist meine Bettecke hier, die ist gegenüber von meinem Sofa und auf meinem Bett sind einfach nur so ein paar Kissen. Die zwei hintersten sind von Ikea, das sind einfach Innenkissen, die sind weiß und dann habe ich hier eingesehen, nochmal so einen weißen Bettbezug zu kaufen und dann habe ich einfach die so als Innenkissen da gelassen. Dann habe ich dort vorne, also die drei vordersten Kissen hier, die sind, habe ich selbst gemacht, das habe ich mal in der Schule gelernt. Nur ich habe vergessen, wie man das zunäht und dann habe ich random das einfach so offen gelassen. Und ja, jetzt ist das halt so offen. Und ja, das sieht man auch eigentlich, glaube ich, gar nicht. Okay, jetzt sieht man es, aber egal. Dann hängt über meinem Bett hängt so ein Buchsbaumkranz. Also unser Buchsbaum ist während den Sommerferien eingegangen, weil wir waren im Urlaub und wir hatten jemanden, der den gießt und es war so heiß hier. Bei uns im Sommerurlaub war es mega kalt und hier war Sonne und als wir wieder zurückkamen, hat geregnet nur noch. Nur noch so nebenbei. Auf jeden Fall haben wir den so zu einem Kranz gemacht und den einfach nur Kupfer angesprayt. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus hier, weil früher sah die Wand hier so richtig kahl aus. Jetzt sieht die etwas lebendiger aus. Und dann ist über meinem Bett noch, hängen hier so ein paar Bilder. Und zwar die oberste Reihe, die ist von New York. Die haben meine Eltern mal gemacht, als sie im Herbst mal in New York waren vor ein paar Jahren. Dann ist in der Mitte sind so drei Bilder, wo ein Spruch drin ist. So Just Be Happy ist gerade mein Spruch, sonst habe ich es da zum Beispiel. Einfach normale Sprüche habe ich drin. Und dann in der untersten Reihe sind so Bilder, die habe ich auf einer Familienfeier gemacht, weil die war so langweilig. Dann bin ich und mein kleiner Bruder sind einfach dort in den Wald gegangen, der daneben war. Und dann haben wir die Fotos hier gemacht. Und das ist übrigens mein
Lieblingsbild, da ist nämlich auch mein kleiner Bruder, also nur die Füße von uns, aber ja, da ist mein kleiner Bruder noch drauf. Und ja, dann ist hier noch mein Frisiertisch. Und der war früher mal braun und den haben wir einfach weiß angestrichen. Und seitdem gehen die Schubladen hier nicht mehr auf, nur noch die da. Und genau bei der da ist der Knopf hier abgebrochen. Das ist natürlich Schicksal, ne? Und hier haben wir die Knöpfe einfach wieder Kupfer angesprayt. Und hier sind nur Handcremes und so drin, weil im Winter sind meine Hände so trocken. Ja, und das war's eigentlich zu meiner Bettecke. Und jetzt gehen wir weiter zu meinem Schreibtisch. Okay, das ist meine Schreibecke. Dort ist nochmal zur Orientierung meine Tür. Und hier ist mein Sofa. Und der Schreibtisch ist von Ikea, genauso wie hier die Lampe. Und das hier ist mein Computer und der ist so langsam. Ach, da, also manchmal brauche ich den für die Hausaufgaben und das nervt dann. Dann sitze ich da eine Stunde, obwohl das mit einem neueren Computer vielleicht nur eine halbe Stunde gedauert hätte. Und dann ist hier oben drüber ist meine Lichterkette. Hier hänge ich dann so Fotos oder so Notizsachen auf für die Schule. Und die Fotos halt privat. Und dann ist hier noch mein Schreibtischstuhl, der ist auch von Ikea, genauso wie das Lammfell. Und das Lammfell macht so ein, also das ist ein Fake-Lammfell. Und das macht so einen gemütlichen Flair, finde ich. Und damit machen die Hausaufgaben ein bisschen mehr Spaß. Bin ich aber, also nicht so viel, halt nur ein bisschen. Und ja, das war es eigentlich zu meiner Schreibecke. Und jetzt gehen wir mal weiter zu meinem Schrank. So, das ist hier jetzt mein Schrank. Das ist einfach nur ein kleines Räumchen mit so einem Schrank hier drin. Und zwar hier haben wir das Holzgriffe. Und ich finde Holz eigentlich ziemlich hässlich in Zimmern. Und jetzt habe ich, also eigentlich wollte ich die Kupfer ansprayen, nur die haben sich nicht richtig gelöst. Und deshalb sind die jetzt Holzfarben. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und dann ist hier, sind meine Teppiche. Die sind rosa. Ich finde, das sieht, passt ziemlich gut zu dem dieser komischen Farbe hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. So ein dunkles Weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das überall in meinem Zimmer, ist hier so Teppichboden. Und dann ist hier einfach nur noch mein Ganzkörperspiegel, auch von Ikea. Da blende ich euch jetzt ein Bild ein, weil hier ist es ziemlich eng und da würde ich da jetzt noch stehen. Und dann noch die Kamera, wäre das ein bisschen eng. Und ja, ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie das davor aussah. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war jetzt mein Zimmer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.